So, ich habe jetzt gerade hier sowas Imperium der Illusionen in Trailer mir angeguckt im Theater Münster. Und das war wirklich, also wie kann man so arme Kinder erschrecken? Ich muss euch unbedingt meinen Kommentar lesen, bevor der gelöscht wird, weil das ist sonst einfach vergebene Mühe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sahen soeben einen kleinen Einblick, warum das Münsteraner Publikum abhaut. Mit Opa hat das genauso wenig zu tun wie Fischstäbchen mit roter Grütze. Aber Kost Dolmein weiß nicht mal, warum sie so schlecht ist als Generalintendantin. Naja, wenigstens hat das Plagiat meines Theaterstücks so lala Kritiken bekommen. Am 17.04.2024 fällt endgültig die Entscheidung. Soll heißen, werde ich freigesprochen, ist Münster so gut wie erlöst von dieser Strapaze mit lächerlichem Doppelnamen. Sagen Sie dreimal hintereinander Kotztollwein und Sie landen wie ich bei Kotztollwein. Das ist keine Beleidigung, sondern Wahrheit. Ach ja. 390 Unterschriften gegen diese Diktatorin, die Angst vor Beweisen gegen sie hat, ist eine ganze Menge. Das konnte auch der dicke Olli nicht mehr retten. Nicht mal mit drei Verleumdungen gegen mich, die ihm eine Strafanzeige einbrachte. Ich habe Stimmen gehört, die rufen nach einem echten Künstler als Nachfolger dieser Pippi Langstrumpf mit Ladehemmung. Soll ich das tun? Da gibt es endlich Theater mit Hand, Leib und Seele und keine totgeschossene Angela Merkel, die über dem Tisch liegt, wie bei der Krustentollwut. Amen.